Lieben, es ist mal wieder Montag und heute ist die 122. Hamburger Mahnwache, wenn mich nicht alles täuscht. Seit 122 Montagen stehen wir hier Montag für Montag immer wieder, um den Menschen hier Redefreiheit und Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Wir sind hier ein offenes, analoges Medium und hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an die Regeln hält, nämlich jugendfreundlich und gewaltfrei sein und sich ein bisschen an den Zeitrahmen hält. Und wir möchten auch nicht, dass die Leute hier Schimpfworte benutzen. Wir nennen das immer einen guten Ton halten. Das bezieht auch ein, dass man hier keine schmutzige Wäsche basteln soll. Es geht hier nicht um die persönlichen Probleme, sondern wir wünschen uns schon hier, dass die Menschen hierher kommen und etwas zum öffentlichen Interesse beitragen. So. Ich habe hier etwas mitgebracht, denn wir haben nämlich auch einen Leserbrief erhalten und den wollte ich einmal vorlesen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ich den habe. Einen kleinen Blick bitte. Das fühlt sich so ein bisschen so an. Und uns hat nämlich der Thorsten aus dem Saarland geschrieben. Wir wussten gar nicht, dass wir so eine weite Reichweite hatten. Wir dachten immer, man könnte uns nur von der Europapassage bis zum Gänsemarkt hören oder hier vom Jungfernstieg bis zum Rathausmarkt. Aber nein, man kann uns sogar im Saarland, im fernen Saarland hören. Denn wir haben nämlich auch einen YouTube-Kanal. Alles, was wir hier tun, senden wir auf YouTube, laden also auf YouTube runter, fast lückenlos. Soweit es uns möglich ist, probieren wir hier uns komplett lückenlos zu dokumentieren. Aber jetzt lese ich mal den Brief vor und wir sind, Liebe Hamburger Mahnwache, ich bin fast von Anfang an Zuschauer eurer Mahnwache. Ich finde es generell gut, ein offenes Mikrofon zu haben. Aber wenn eine Dame sagt, Nationalsozialismus gleich Nationalzionismus, ein anderer Herr liest einen angeblichen Brief von einem Milliardär, der von den täglichen Vergewaltigungen von Flüchtlingen und Asylanten berichtet, ist es dann nicht an der Zeit, dies nicht einfach so stehen zu lassen? Macht ihr es euch nicht zu einfach? Wo sind eure Grenzen? Da ich leider sehr weit weg lebe, im Saarland, kann ich euch diese Frage nicht persönlich stellen. In der Hoffnung, dass dies jemand von der Organisation liest und vielleicht eine Antwort bekomme. Euer aus dem Saarland teilnehmender Thorsten. Genau. Das ist dieses Kommentar und dazu will ich jetzt einmal kurz Stellung beziehen. Und ich möchte erstmal reingreifen, ob wir uns das zu einfach machen, indem wir die Regeln hier so schlank wie möglich halten. Ja, wir machen es uns sehr einfach, denn man muss einfach so sehen, dass wir bei so vielen Veranstaltungen, Woche für Woche, es einfach nicht leisten können, hier für jeden Montag immer einen Kindergeburtstag zu organisieren, immer ein volles Programm zu machen. Wir sind im Grunde genommen eine Friedensbewegung in den letzten Zügen. Ja? Also das ist hier eher ein in die Ecke getriebenes wildes Tier, wenn ich das jetzt mal so beschreibe. Ich spreche übrigens nur für mich, wie ich das. Ich würde mich ja auch freuen, wenn ihr gleich dazu auch nochmal zu diesem Leserbrief teilnehmen könnt. Aber im Grunde genommen sind wir schon der Bodensatz der Friedensbewegung. Und das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, wie sieht es aus mit dem Einschreiten? Wir stellen uns das so vor, dass das Publikum einschreitet, wenn hier irgendwelche Sachen gesagt werden, die nicht in Ordnung sind. Und mehr können wir leider nicht leisten. Mit wir meine ich die Leute, die hier überhaupt das ermöglichen, dass wir hier ein Mikrofon haben, einen Schirm haben, dass wir hier Strom haben, dass wir hier eine Tonanlage haben. Es ist für uns relativ schwierig, außerhalb von dem geordneten Ablauf, auch noch inhaltlich, besonders wenn es solche Sachen sind, die so umstritten sind. Also ich kann ja mal auf die beiden Sachen eingehen. Irmgard hat gesagt, Nationalsozialismus heißt Nationalzionismus. Ich habe das gar nicht so ernst genommen, weil für mich das ziemlich klar ist, dass es das nicht bedeutet. Ja? Aber das ist eine satirische Spitze sein könnte. Irmgard ist jetzt gerade nicht hier, wir können sie ja auch noch gleich nochmal selber fragen. Wie ich es aufgegriffen habe, ja, könnte man natürlich sagen, der Nationalsozialismus hat dazu geführt, dass Israel gegründet wurde. Und das war ein Plan der Zionisten. Also nicht die Verfolgung der Juden, aber sehr wohl die Gründung des Staates Israel, der da, wo er jetzt ist, nicht hätte gegründet werden können, hätte es den Zweiten Weltkrieg in seiner Form so gegeben. Und da kann man das natürlich als rhetorische Spitze begreifen. Und da muss ich auch sagen, es ist im Augenblick Polemik verboten.
Ja? Also, das sage ich jetzt auch polemisch. Natürlich ist Polemik nicht verboten, aber Polemik wird nicht ernst genommen. Und Polemik ist aber ein Mittel, was man durchaus einsetzen darf, finde ich. Denn Bason Brock, wenn ich den noch mal zitieren darf oder überhaupt erwähnen darf, der hat nämlich darauf hingewiesen, dass der Begriff Polemik, der kommt ja von Polemos, und das wurde in den letzten 250 Jahren im Deutschen immer falsch übersetzt. Es wurde nämlich immer damit übersetzt, dass Polemos Krieg bedeutet. Ja, also Krieg heißt es aber gar nicht. Polemos heißt Gegnerschaft. Und wenn ich eine Gegnerschaft habe, dann kann ich damit Krieg verhindern, weil ich vielleicht mit polemischen Mitteln probiere, mich auseinanderzusetzen mit jemandem, um genau das zu verhindern, dass ich mich mit ihm auch schlage. Ja? Also ich bleibe sozusagen in meinem Mund. Und das würde ich dann auch sagen, dass das gewaltfrei ist. Und wir haben hier wirklich sehr kleine, sehr schmale Regeln, weil umso mehr wir diese Regeln aufblasen würden, desto schwieriger würde das überhaupt werden, diese ganze Versammlung abzuhalten. Und beim offenen Mikrofon ist es vielleicht wie beim Schwangersein. Ja? Also entweder man ist das oder man ist es nicht. Ja? Ein bisschen schwanger gibt's nicht. Und ein bisschen offenes Mikrofon gibt's halt auch nicht. Und entweder ermöglichen wir allen radikal hier zu sprechen, auch die Leute, die sonst keiner hier sprechen lassen möchte oder die sonst keiner irgendwo sprechen lässt, sogar die Leute dürfen, also ihr sollt euch jetzt nicht angesprochen fühlen, wenn ihr das sein solltet, aber ja, selbst die Leute dürfen hier sprechen, denn anders funktioniert das nicht mit der Freiheit, weil sonst ist es leider keine Freiheit. Ja, wenn wir sagen, wir machen Freiheit, aber nur mit Anschnallgurt, dann ist es keine Freiheit. Ich glaube, dass wir auch ein ganz, ganz großes Problem in unserer Bewegung hier selber haben, weil es hier meiner Meinung nach drei verschiedene Gründe gibt, hierher zu kommen. Das erste steht hier hinter mir, das ist der Frieden. Ja? Und es gibt Leute, für die ist der Frieden das Wichtigste. Und dann sind die anderen beiden Sachen, die anderen beiden Beweggründe, warum hier Leute herkommen, dann auch nicht so wichtig. Das sind nämlich meiner Meinung nach Freiheit und Wahrheit. Also jemand, der wegen Frieden hierher kommt, dem ist vielleicht die Freiheit gar nicht so wichtig. Ja, wenn ich im Knast sitze, ja, kann ich ja Frieden haben, aber ich bin nicht frei. Ja? Also Freiheit und Frieden, das sind andere Prioritäten. Ja? Und wenn ich jetzt für Wahrheit bin, ja, also wenn für mich die Wahrheit das allerhöchste Gut ist, dann lege ich vielleicht dann auch nicht mehr so viel Wert auf den Frieden oder die Freiheit. Nicht wahr? Also wir sind hier aus unterschiedlichen Beweggründen hin. Der Frieden, der steht hier ganz groß. Der steht hier ganz groß und das praktizieren wir ja auch hier. Ja? Aber es gibt durchaus, und das sollte vielleicht auch von den Friedensbefürwortern überlegt werden, dass es Leute gibt, die bereit sind, für ihre Freiheit oder für die Wahrheit zu streiten und da den Frieden aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, also ich persönlich, für mich ist Frieden nicht das höchste Gut. Jetzt beschmeißt mich bitte nicht mit Stein, ja? Aber ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, wo man den Frieden, wo man den Frieden bricht, weil man auf Wahrheit oder Freiheit mehr Wert legt, weil man nämlich ein Frieden ohne Freiheit und Wahrheit kann ja auch trügerisch sein, wobei ich den Frieden nicht in Frage stellen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es, wenn ich nur Frieden sage, Frieden haben wir hier. Ja? Hier auf dem Jungfernstieg haben wir heute Frieden. Ich könnte da vorne in den Apple-Laden gehen oder in den Swatch-Laden. Da ist Frieden, hier ist Frieden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, hier auf der Straße zu stehen für Frieden dann, oder? Aber es ist ja nicht wahr. Ne? Da ist ja irgendwas anderes. Da ist ja irgendwas. Und darüber müssen wir dann vielleicht auch sprechen. So, ich probiere mich hier aus den Inhalten als Moderator mehr oder weniger rauszuhalten und möchte, dass die Teilnehmer das unter sich klären. Das ist der Job, den ich hier mache. Das ist manchmal gar nicht so einfach und manchmal entgleist mir auch meine Zunge. Ich probiere hier den Moderator zu machen, der neutral diese Versammlung frei vom Inhalt probiert zu gestalten, dass es so fair ist für alle Leute, die vielleicht auch konträr hier gegeneinander stehen und vielleicht unterschiedliche Positionen vertreten. Und genau, also ich finde es schade, dass Thorsten aus dem Saarland nicht herkommen kann und selber dann Irmgard weiß ich jetzt gerade nicht, Gerd, der den Brief vorgelesen hat, den ich übrigens auch noch, das ist im Brief, möchte ich auch noch was sagen, dieser Brief, der vorgelesen hat, den habe ich schon als Fälschung bezeichnet. Ich bin aber nicht, oder habe ihn für eine Fälschung gehalten. Ich bin aber nicht in den Inhalt von dem Brief selber so tief eingestiegen. Ich kann schon verstehen, warum jemand sowas schreibt. Und ich finde durchaus, dass es legitim ist, das in dieser Form zu tun. Auf jeden Fall gibt es ja auch vielleicht Leute, die das gar nicht anders können. Und wenn das vorgetragen wird, da sehe ich noch keinen Grund, dass hier unsere Regeln gebrochen werden. In
beiden Fällen würde ich jetzt sagen, sowohl über, mit dem Nationalsozialismus als auch die Sache mit diesem Milliardärsbrief, beide Sachen empfand ich noch nicht so, als dass man da einschreiten müsste. Vielleicht sehen das andere Leute anders. Ich eröffne das offene Mikrofon, vielleicht ja auch zum Thema. Wer den Brief nochmal lesen möchte, ich habe ihn hier, da kann ihn gerne nochmal jemand lesen. Und ansonsten findet man ihn auch unter der Begrüßung des 121. Mahnwachen-Videos unten in den Kommentaren. Und ich finde, wir sollten nochmal ein paar mehr Kommentare vorlesen und es sollte euch da draußen auch ermuntern, uns Kommentare zu schreiben. Wir nehmen die ernst und wir werden die dann auch hier vorlesen und dazu Stellung nehmen. Meine Stellungnahme ist jetzt eine ganz persönliche gewesen. Ich glaube, viele Leute sehen das vielleicht auch anders hier. Und ich sage, das Mikrofon ist offen, gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton. Hey!